Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Project Cars natürlich. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen leider nochmal von vorne anfangen, beziehungsweise nicht die Karriere, aber die Saison. Denn ich habe aus Versehen die Saison beenden gemacht, habe mir gedacht, nein, scheiße. Aber vielleicht haben wir ja die Chance, noch in die nächste Dings reinzugehen. War ein Fehler. Und ich hoffe, es ist auch nicht zu laut. Ich habe das Mikrofon auch ein bisschen leiser gemacht. Und ja. Würde ich sagen, Formel 1, dennoch Payday 2 und jetzt noch das. Wieso nicht? Nächstes kommt auch mal wieder ein Livestream natürlich von Until Dawn. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, ich hoffe, es funktioniert alles. Ihr hört mich ordentlich. Die Reifen sind noch zu kalt. Ja. Aber wir schauen mal. So. Weil wir jetzt warm fast. Das ist schon mal sehr gut. So. Viele Rennspiele momentan, muss ich sagen. Auch nur die Hauptrennen jetzt noch fahren, damit wir eine Klasse höher kommen endlich. Und nur Kart fahren noch. Kein Spaß. Okay, we've got a warning from the race director for cutting the track. Need to respect the track limits, keep it on the island. Ja, tut mir leid. Das ist auch gleich leer. Wunderschön, das passt ja alles wieder komplett zusammen. Wir fangen nochmal neu an. Zurück zur Box. Aber das ist normal jetzt. Letzte. Einfahren Formel 1 und das ist doch ein großer Unterschied. Sehr großer Unterschied. Von der Steuerung her alles von dran. Aber wir fahren ja den Supercar und nicht Formel 1 an. Der Unterschied zwischen Formel 1 und das hier ist einmal nur, dass sie viel mehr Möglichkeiten mit verschiedenen Autos zu fahren, was ich sehr gut finde. Wenn nur Formel 1 fahren macht, hat halt auch keinen Spaß. Come on.
später. Dann gehen wir mal zur Box zurück und werden mal ein bisschen vorspulen. Ob wir es bis zum ersten geschafft haben. Ja, haben wir. Das ist schon mal sehr gut. Weiter zum Sprintrennen natürlich. Wenn wir das fix auch noch machen. Aber ich hoffe, man hört mich. Zwei Runden. Und noch ein bisschen die Steuerung von Formel 1 drin. Hier mit Dreieck ist ja eigentlich ERS einschalten, aber das ist hier, hier nicht der Fall. So. Das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin, Leute. So, auf jeden Fall. Finde ich ja richtig klasse, dass so viele das gerne auch schauen natürlich. Formel 1, weiß ich nicht, also wie gesagt, ich nehme das jetzt alles am selben Tag auf, heute ist Sonntag. Für euch ist natürlich Mittwoch, aber dadurch, dass mein Sohn krank ist, immer noch krank, also ist er auch einfach raus, aber er bleibt noch zu Hause, ich hier ist sicher. Na komm. Und er die ganze Zeit bei mir ist, weil ich ja auf ihn aufpasse. Habe ich kaum Möglichkeiten jetzt aufzunehmen, deswegen nehme ich es heute schon auf. Aber naja. Geschafft. So, jetzt noch eine Runde. Drive, 20 Punkte, weiter zum zweiten Rennen. Sieht nach schönes Wetter aus. Almost there. I'll call the green. I'll call it for you. Green, green, green. Geht zwei Runden wieder wie immer. Ich weiß, das war total dumme Fehler von mir, die Saison beenden zu drücken. Na da, und dann... Wir waren ja schon kurz vorm Ende. Jeder macht mal einen Fehler. Aber wie gesagt, mir fehlt immer noch das Lenkrad irgendwie, ganz komischerweise. Weil ich wirklich Bock bin, hier mit dem Lenkrad zu zocken. Müsste aber viel umbauen. Ich habe auch schon überlegt, mal die VR-Brille zu holen, aber die ist mir viel zu teuer. 400 Euro für eine Brille. Dann muss ich noch die Kamera dazu kaufen. Ja. Ich bin kein Millionär und... Da gibt es noch viel zu wenig Spiele dafür. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Drive Club hätte, müsste ich mir noch ein Lenkrad dazu kaufen. Wenn ich denn halt mit VR-Brille spielen würde, damit man das richtige Feeling auch wirklich hat. Und na, das ist ja dann mir viel zu teuer, weil ich würde mir dann das G27 holen, das kostet momentan 300 Euro. Kann man auch an der PS4 anschließen
Und natürlich könnte ich damit auch Euro Truck Simulator zocken, ordentlich. Mit dem Lenkrad. Müsste mir aber hier, wie gesagt, ein bisschen was umbauen. Weil ich brauche heute noch so einen Tisch, obwohl den Tisch habe ich. Aber ist ja nicht nur der Tisch. Ich muss auch noch wegen Gaspedal und alles. Naja. Ja, okay, danke. Wir gehen mal weiter. 1, 2, 3. 3. Und der wäre hier unten das nächste. Hier. Und dann kommt das hier. September, Oktober. Das war's. Ja. So. Qualifying. Wir gehen mal gleich zum Sprintrennen. Können wir ja mal machen. Einmal so von ganz hinten aufräumen. Ob wir das schaffen, zweifle ich noch ein bisschen an. Aber wir können es ja mal probieren, oder? Einmal mal so aus Langeweile mal ein Sprintrennen gleich mal anfangen. Ohne Qualifying, ohne nichts. Einfach mal Vollgas geben und Spaß haben, würde ich mal sagen. Und dann schauen wir mal. Und dann, das ist auch das letzte Rennen für heute. Denn war es auch schon mit der Folge. Geht alles ziemlich schnell momentan. Aber. Oder wir machen vielleicht noch eins. Hier 9., 8., 7. Und 1. Alter. Gummi, Gummi, Gummi. Aber die rennen ganz schön schnell, ne? Die 52 Gummi-Dinger, Alter. Hätte ich nicht gedacht. Wie schnell? Ah, 249, 249. Ah, 249 ist in Ordnung. Wir hätten noch die 250 knacken können, aber. Naja. Weiter, noch ein Rennen, komm. Fahren. Geht's.
Wie gesagt, ich hoffe, Lautstärke, alles in Ordnung. Ach ja, ich bin immer noch am Rätsel, Leute. VR-Brille, nein, ja. Lenkrad. Ja, nein. Ach, ziemlich teuer alles, ne? Also. Gut. Können wir uns nicht mal einholen. Schauen die gar nicht mehr. Da brauchen wir nicht mal ein Rennfahren für. Naja. Okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal gucken, was wir so machen. Also ich werde irgendwann nochmal mal gucken, was haben wir jetzt hier? Fantastisch. Also, aha, das Standard-Scheiße. Okay. Wir gucken mal. Supercar UK Nationals. So, das war das letzte Rennen. Danach kommen die. Glaube ich. Ja, kann sein. Supercard. Ah, das machen wir nächstes Mal. Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht nicht so dolle. Vergesst natürlich nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Natürlich alles kostenlos, wisst ihr ja. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht nicht so dolle in Wolle. Bis dann und auf Wiedersehen.